Ich bin im Jahre 1939 geboren. Kriegszeit, Kriegskind. Das Glück war, dass ich Lehrer hatte, die erkannt haben, dass ich ein Bewegungsmensch bin und dass ich sehr gerne Sport getrieben habe und getanzt habe. Als ich meine 8-Klassen-Schule bewältigt hatte, habe ich eine Aufnahmeprüfung an der Palukka-Schule gemacht und bin sofort angenommen worden. Ich habe 6 Jahre an der Palukka-Schule studiert und es war DDR-Zeit, wo jeder ein Engagement bekam, der eine Tänzerausbildung hatte. Im Jahr 1925 ist die Schule gegründet worden. Es kamen in dieser Zeit verschiedene Tänzerinnen auf sie zu, die sagten, wir möchten so tanzen wie du, kannst du uns Unterricht geben? Und sie hat in ihrem Privatraum eine Schule eröffnet. Palukka war ein Mensch, der sehr energisch war. Aber sie hatte auch eine unerhörte Sensibilität. Sie war wach allen Dingen gegenüber, konsequent, liebenswert, aber auch manchmal unerbittlich. Dann kam die Hitlerzeit und Palukka musste die Schule schließen, denn sie war Halbjüdin. Im letzten Weltkrieg ist ja alles kaputt gewesen. Auch Palukkas geliebtes Dresden und ihre Arbeitsmöglichkeiten, alles war sehr elend. Aber sie hat sehr schnell mit großem Optimismus wieder begonnen zu arbeiten. Nach dem Krieg wurden verschiedene Richtlinien festgelegt. Also wenn die Schule staatlich ist, muss sie den klassischen Tanz unterrichten lassen. Und diesen Kompromiss ist sie eingegangen. Sie hat immer gesagt, dass die Künste auch zusammenfließen müssen, dass wir die Schüler hinweisen müssen oder zum Beispiel die bildende Kunst mit einbeziehen müssen, die Musik oder hin. Die Wendezeit an sich ist hier ziemlich sanft abgelaufen und ich muss sagen, mich hat das manchmal, mir war das zu wenig. Ich habe eines Tages mit einer Pianistin, mit Antje Ladstätter zusammen, eine Trommelaktion ins Leben gerufen. Das war zum Beispiel so unser Beitrag an der Schule, die Schüler ein bisschen aufzumischen und auch die Lehrer. Und eines Tages im November, ich glaube es war der 6. November, habe ich im Schulhaus unten im Foyer diese Rolle von oben von der Treppe nach unten ausgerollt, die Pianistin unten hingesetzt mit einem Gurkenfass und mit Trommelschlägeln. Und dann haben wir erstmal angefangen, alle zusammen zu trommeln. Nun sind wir vor 1,5 Jahren ganz offiziell auch im Begriff Hochschule geworden und wir haben seit 1998 4 Studiengänge, also man kann heute in Dresden an der Palukka-Schule tatsächlich alle entscheidenden Berufe, die zu dem Tanz gehören, studieren. Und wir erfüllen sozusagen genau nach 70 Jahren diesen Wunsch der großen Tanzprofis von 1928, 1929, sei es Kurt Jois, Wigmann, Palukka und viele andere, die dabei gewesen sind. So lange dauert offensichtlich der Fortgang, ein solches Ziel durchzusetzen,
alle die, die es sich gewünscht hatten und dafür gekämpft haben, sind nicht mehr am Leben.